ihr habt entschieden, dass ihr weitere Folgen sehen wollt. Und dann gebe ich euch auch weitere Folgen, auch wenn ich immer wieder verkacken werde. Aber es ist doch einfach ein zu schönes Spiel. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, kann es natürlich aber auch jederzeit zu Ende gehen, solange ihr Bock habt und zuschaut und ja eben einfach Lust habt auf dieses Spiel, mache ich es gerne weiter. Aber sobald wir jetzt wirklich einen Stand erreichen sollten, wo jetzt zum Beispiel die Fragen wirklich ständig sich wiederholen, dann wird es wahrscheinlich sowieso spätestens dann halt Zeit, das Ganze hier zu beenden. Aber ein bisschen was können wir ja noch machen, oder? Ja, ich möchte nochmal spielen. Die Frage ist, soll ich es nochmal als Jäger versuchen? Irgendwie hätte ich mal wieder Bock zu. Irgendwie hätte ich mal wieder Bock, Jäger zu sein. Diesmal bin ich die Uschi. Die Uschi. So, und genau, KI zufällig. Ja, übrigens, denke, nur so zur Info, weil ich das ja immer wieder wiederhole. Es gibt zu viele Marks, die habe ich aus Versehen reingemacht. Aber die heißen nicht Mark, die heißen Spieler. Aber hier, guck mal, Emma zum Beispiel. Es gibt Max. Es gibt Maria. Es gibt Tom. Es gibt Helga. Es gibt Luther. Es gibt Lucy. Wieso kommen die nie dran, wenn ich auf zufällig mache? Komm, jetzt geben wir bei den anderen eine Chance. Ich möchte heute mal gegen den Rentner Tom spielen. Ich glaube, der hat viel Lebenserfahrung und wird mich so richtig schön in die Schranken weisen. Und trotzdem hoffe ich darauf, dass ich als Jäger gegen ihn antreten kann. Als Jägerin, Entschuldigung. Entschuldigung. Wobei, bei der Uschi, vielleicht ist sie auch divers. Diese Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem: Tom. Onkel Tom. Da hätten wir wieder, ne? Onkel Tom. Sieht ein bisschen auch so aus, ne? So ein typischer Onkel. Hallo und herzlich willkommen bei Gefragt Jagd. Heute Abend gehe ich mit diesem Team an den Start. Ihr alle wollt natürlich einen Jäger besiegen, aber zuerst müsst ihr zu mir kommen und versuchen, in der Schnellraterunde so viel Geld wie möglich für eure Teamkasse zu erspielen. Mit dem Geld tretet ihr dann zum Duell gegen den Jäger. Der Gewinner kommt ins Finale, der Verlierer geht leider nach Hause. Heute fangen wir mit dir an. Es geht los. So, lieber Tom, ich hoffe, du bist gut drauf und hast deine Haftcreme gut sitzen, denn jetzt wird's heftig. Heißt das Debütalbum der US-amerikanischen Band Linkin Park. Ja, okay, also er ist ein bisschen zu alt für Linkin Park, oder? Den Tuberkuloseerreger. Welche Modemacherin wurde als Queen of Less bekannt? Das weißt du? Auf welchem Berg von Jerusalem steht der weltberühmte Felsendom? Tempelberg. Oh. In welchem Land liegt der Geburtsort des Universalgelehrten Galileo Galilei? Wahrscheinlich Italien, oder? Ja. Wie heißt die Cowboy-Spielzeugfigur in Toy Story? Ah, Woody! Ah, muss ich wieder gucken. Die Nachbarländer von Bosnien-Herzegowina sind Montenegro, Serbien und Slowenien? Kroatien. Ups, ich habe keine Ahnung. In welchem Kinderbuch von Ottfried Preußler kommt der Zauberer Petrosilius Zwackelmann vor? Der Räuber Hotzenplotz? Zwackelmann? Wer schrieb die Vorlage zu dem Film The Green Mile mit Tom Hanks? John Grisham? Du verlässt die Runde mit 2000 Euro. Gar nicht mal übel. Ich ja, gut, er hat genau das gemacht, was ich auch immer mache. Richtig gut. Ich mache auch mal 2000. Gut, was bieten wir ihm denn jetzt? Ja, die Uschi. Die ist ja eigentlich eine Gönnerin, oder? Ich meine, jetzt wo sie den EU-Vorsitz hat, kann sie ruhig auch ein bisschen was abgeben an die etwas ärmeren Leute, oder? Wobei, wir wissen ja natürlich nicht, ob der... Guten Abend, Herr Bommes. Ich freue mich schon auf die Sendung. Hallo, Jäger. Hallo, Jäger. Jägerin, wenn ich bitten darf. Okay, einfach für diese Unverschämtheit, dass er mich Jäger genannt hat. Kriegt er erstmal 120 Euro. Sollen wir wieder in Minus gehen? Dass das geht, ist so unnütz.
Was soll denn das heißen? Das, ohne Witz jetzt, dass man Minus machen kann, was soll das heißen? Man bietet dem Kandidaten an, wenn du das erspielst, dann darfst du unserer Sendung hier was spenden. Oder, andersrum gedacht, wenn du hier Minus machst und du verlierst, dann kriegst du das Geld. Also das heißt genau das Gegenteil, weil hier sind ja 2.000 Euro und du machst dann minus 2.000 Euro und dann muss er absichtlich verlieren, damit er die 2.000 Euro bekommt. Das würde Sinn machen. Nee, komm, wir bieten ihm 190. Ich glaube, der weiß nicht so viel, oder? Sollen wir ihm die obligatorischen 10.000 bieten, die alle anderen auch immer machen? Ich mach das jetzt mal. Für welche Angebote haben Sie? Will jetzt mal seriös spielen. Im unteren Bereich schwebt mir diese Summe vor. Wer auf Risiko gehen möchte, kann sich über diese Summe freuen. Mhm. 190 Euro, was kannst du dir davon leisten? 9 Polunder. Was, ernsthaft? Der nimmt die 190? Gute Taktik, ich bin auf deiner Seite. Die Jagd beginnt. Dann schauen wir uns mal die erste Frage an. Ja gut, neuer Polunder, wa? Von welcher Schriftstellerin wurden weltweit mehr als 70 Millionen Bücher verkauft? Cornelia Funke, Uta Danella, Gabi Hauptmann. Ich glaube, Uta Danella ist doch so eine komische Schriftstellerin, oder? Ich habe mich immer gefragt, was das für ein Name ist. Immer an Nutella. Ja, siehst du? Das ist richtig. Hast oder Uta Danella. Der Jäger. Manches bleibt einfach hängen. Ah, das hätten wir die meisten. Ja, Nutella. An allem, wo man ranfasst, wenn man es gegessen wir hat. Wir schauen uns die nächste Frage an. Wer sagte, manchmal erschrecke ich mich selbst, wenn ich die Bilder im TV sehe? Jürgen Klopp, Heidi Klum, Marilyn Manson. Wofür hast du dich entschieden? Mal schauen. Also ich würde ganz eindeutig Heidi Klum sagen. Nein, ich wusste das wirklich. Die Antwort stimmt und das Ende der Treppe rückt eine Stufe näher. Wie hat der Jäger sich entschieden? Ja, ich habe gedacht, das ist logisch, weil der sieht schon so gruselig aus. Sind immer eine aber Heidi Klum hätte auch Sinn gemacht, oder? Ich meine, sie erschreckt sich darüber, dass sie mit so einem Jungspund, der übrigens mein Alter hat, verheiratet ist. Die nächste Frage wartet schon auf dich. Der Birkenspanner ist kein Voyeur, sondern ein Falter, Käfer, Vogel. Wofür hast du dich entschieden? Mal schauen. Es klingt ein bisschen wie ein Käfer. Ob du mit deiner Antwort richtig liegst, erfahren wir jetzt. Nein, es ist ein Falter. Wobei Spanner, ne? Von wegen Flügel wahrscheinlich. Was hat der Jäger auf diese Frage geantwortet? Entschuldigung, mit Spannern kenne ich mich nicht aus. Ich habe das nicht nötig. Ich nicht erwartet. In Birkenbüschen spanne ich nicht. Ich spanne direkt. Welchen Spitznamen trägt das Haus der Kulturen der Welt in Berlin? Schwangere Auster, Telespargel, Tränenpalast. Du hast Folgendes geantwortet. Ich habe keine Ahnung. Mal sehen, ob du recht hast. Hier ist die korrekte Antwort. Ich hatte es überlegt zu nehmen. Ja, gespoilert. Ich hab's. Alter, das ist nicht meine Runde. Aber warum hat er... Gut, dass er die 190 genommen hat. Hätte auch knallhart. Hätte auch knallhart die andere. Also ich habe tatsächlich Tränen. Irgendwas mit Tränen-Dings. Was war da, ja, ne? Habe ich schwangere Auster? Ich war kurz davor, es wirklich zu nehmen. Aber das kam mir dann doch ein bisschen zu abstrus vor. Warum schwangere Auster? So, also ein Solo. Austern können gar nicht schwanger sein. Ob du das Geld nach Hause holen kannst. Okay, also Tom hat tatsächlich irgendwie eine Chance, habe ich das Gefühl. Er hat zwar einmal was falsch gemacht, ne? Aber kann's losgehen? Mal gucken, was er Vorlage macht. Meine Daumen sind gedrückt und deine 2 Minuten starten ab jetzt. Nach welchem Sinnesorgan ist die Mitte eines Wirbelsturms? Das Auge, das hatten wir auch schon mal. Wenn etwas kaputt ist, dann ist es redensartlich in welchem Gefäß? Im Eimer. Das sind 5 Fragen. Aus welcher Oper von Puccini stammt die Arie Nessun Dorma? Das wusste ich nicht. Welche Farbe hatten in der originalen Star Trek-Serie die Kommandouniform der Sternenflotte? Ja, damals hat er. Er war ja damals auch dabei. Der Teppich der Stars und Staatsoberhäuptern beim Empfang ausgerollt wird. Es würde jetzt auch mal vermuten, roter Teppich, oder? Die Verwandlung von Gregor Samsa. Der Tahat ist der höchste Berg welches nordafrikanischen Landes? Mensch, Tom! Wie heißt Ingmar Bergmanns Filmdrama über die aber ich glaube, der kriegt. Der also, meine Tendenz Anna ist, er kriegt noch 12. In welchem Land wurde die Schlagersängerin Vicky Leandros geboren? Italien? Griechenland. Die Frontzähne im Gebiss sind die Schneidezähne und die? Welche französische Stadt erhielt im 13. Jahrhundert ein Monopol für die Senfherstellung? Dijon. Das hatten wir auch schon mal.
Dijon-Senf, den kenne ich. Welche Stadt in Bayern besitzt den größten unversehrten Altstadtkern Deutschlands? Eine amerikanische Musikrichtung mit Sprechgesang nennt man Hip. Hop. Hip, hip. Hip, hip. Welcher Hollywood-Star spielte in Rain Man den autistischen Raymond Babbitt? Ah ja, Dustin Hoffman. Hatten wir auch schon mal, glaube ich. Zwei Mitglieder aus welcher Hip-Hop-Band waren 2018 Jurymitglieder bei The Voice of Germany? Die Fantastischen Vier. Welcher Italiener entwarf das schwarze Sicherheitsnadelkleid, mit dem Liz Hurley Modegeschichte schrieb? Cavalli? Nee, Versace. Die Ach, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Oh, jetzt wiederholen sich die Fragen aber wirklich häufig. Dichter und? Denker. Komm, 11 Fragen, das müssen wir doch hinkriegen. Das habe ich doch sonst auch immer hingekriegt. Dann holen wir mal jetzt den Jäger zum Finale dazu. Das müssen wir hinkriegen, wobei er ja natürlich auch antworten darf, ne, wenn ich es verkackt habe. Ne? Also das heißt, die Schwierigkeit ist trotzdem noch da. Als Jäger ist es deutlich schwieriger als Gejagter. Ein klassisches Duell. Das ist mal eine nette Abwechslung. Nette Abwechslung im Gegensatz zu EU. Wie viele Nullen hat die Zahl 10.000? Keine Ahnung. Was? Ah, Mann! Stopp die Uhr. Hä? Ich reiche die Warte Frage mal, 10.000. An meinen Kandidaten weiter. Was sagst ah, du? Ah nein, 10.000. Ich hab Du hast den Jäger einen Schritt zurückgeschickt. Vier. Mann, was ist denn los? Okay, komm, Toffi. Die Uhr läuft wieder. Aus welchem Land kommen die Gardinen, die redensartig für Gefängnisgitter stehen? Schweden. In welcher deutschen Stadt befindet sich das Aalto-Theater? Essen. In einer komödiantischen Mafia-Serie schlägt Frank Taliano in welchem olympischen Winterdorf seine Zelte auf? Lillehammer. In welcher Stadt tagt der Landtag von Niedersachsen? Hannover. In welcher Sprache schrieb die Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs? Weiter. Stopp die Uhr. Das war jetzt, das ist mir zu Literatur und ich. Doch, Deutsch. Ja, ich war, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das immer weißt. Diese Deutschen. Wir sind noch nicht mit dem Finale durch. Die Zeit startet jetzt. Ich will mal mehr dänische Sachen. Die Mündung der Weser wird auch Fishtown genannt. Passe. Keine Ahnung. Stopp, Wilhelmshaven, Cuxhaven. Cuxhaven war ja falsch. Bremerhaven. Was sagst du? Doch, Bremerhaven, okay. Schade, dass du es nicht gewusst hast. Na, wird doch schwer. Aber er macht wenigstens noch mal ein paar Fehler zwischendrin, finde ich gut. Welcher Filmkomponist holte sich 2020 seine 52. Oscar-Nominierung? John Williams. Einen Strafbefehl in Höhe von 540.000 Euro bekam der Fußballer Marco Reus wegen Führerschein. Fahrens ohne. Aus was für einem Baum wird Kork gewonnen? Passe. Stopp Kork? Die Uhr. Aus dem Korkbaum? Kennst du die richtige Antwort? Hat er jetzt auch? Dass du es nicht gewusst hast. Hat er das gleiche genommen wie ich? Wir sind noch nicht mit dem Finale durch. Die Zeit startet jetzt. In welcher deutschen Landeshauptstadt trinkt man Schnaps und Bier gemeinsam als Lütche Lage? Nächste Frage. Keine Ahnung. Was sind das für Fragen? Der hatte voll die einfachen. Und ich hier. Hast du die richtige Antwort? Alter, Lütche Lage? Was für ein Ding? Lütche Lage. Trink halt und laber nicht so viel über das, was du trinkst. Welcher nordamerikanische Architekt entwarf für den Düsseldorfer Medienhafen den 1999 eingeweihten neuen Zollhof? Wer ist denn das für Fragen? Wer weiß das? Also, wer weiß denn sowas? Also bitte. Jetzt kommt mal wieder eine einfache. Der hatte voll die Easy-Dinger zwischendrin. Es geht weiter. Die Uhr läuft ab jetzt. Einer der größten Hits von Nena heißt irgendwie, irgendwo. Irgendwann. Endlich. Ein Film von Luc Besson heißt das Element. Fünfte. In welchem Land spielt die TV-Serie Cottan ermittelt? Österreich. Wie heißt der italienische Modeschöpfer Valentino mit Nachnamen? Weiß ich nicht. Stopp die Uhr. Jetzt bist du gefragt. Keine Ahnung, die sagen mir alle nichts. Caravani. Du hast den Jäger einen Schritt zurück. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, ne? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe mir Mühe. Die Uhr läuft. Hör auf zu labern. In welchem Jahrhundert soll Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche 16. Jahrhundert. Haben? Welche Staatsbürgerschaft erhielt die Nobelpreisträgerin Marie Curie durch ihre Hochzeit? Weiter. Französisch, glaube ich, ne? Stopp die Uhr. Ich schwankte zwischen Italienisch und Französisch. Ich glaube, die Frage hatten wir nämlich auch schon mal und habe ich schon mal falsch gemacht. Ja. Mann! Du hast den jetzt schaffe ich es nicht mehr. Mann, verdammt, Tom! Gerne öfter machen. Das ist noch nicht zu Ende. Die Uhr läuft wieder. Mit welcher Stadt in Sachsen-Anhalt hat Leipzig einen gemeinsamen Passagierflughafen? Weiß ich nicht. Was sind das für Fragen? Wieso kommt da nicht mal was Einfaches zwischendrin? Das ist alles Erdkunde.
Schade, dass du es nicht gewusst hast. Machen ja, schade, weiter. Dass du es nicht gewusst hast. Komm, für die Ehre. Sekunde. Ich weiß, ich werde es nicht mehr schaffen, aber für die Ehre. Wer hat in Ich einfach unverbesserlich 3 einen Groove. Erfolgreichen Zwillingsbruder namens... Welche Körperteile stecken in Fäustlingen? Hände. Was ist Ally McBeal in der gleichnamigen TV-Serie Anwältin. Von Beruf? Sie hatten ein starkes Team an ihrer Seite, Herr Bommes. 2 Fragen zu wenig. Das Ende war nochmal okay, aber... Du hast einen Jäger besiegt. Wenigstens haben nur 190 Euro gewonnen. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja... Schönen Abend. Wenn er seine 2000, die er erspielt hat, genommen hätte und die verloren hätte, hätte er auf 500 Euro um 500 Euro spielen können. Jetzt hat er weniger genommen als das, was er in der Vorrunde hätte erspielen müssen. Also mindestens er gehabt hätte, wenn er verloren hätte in der Vorrunde. Versteht, was ich meine, ne? Also Tom ist von der Intelligenz her nicht ganz so helle, aber ich war heute auch echt schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute wirklich, wirklich schlecht als Jäger. Das schreit gerade danach dazu, dass ich irgendwann mal wieder übe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon wieder einen neuen Part machen. Ihr merkt schon, ich red mich so in Rage, dass ich schon gar keine Wörter mehr richtig finde. Ihr dürft aber trotzdem eine positive Bewertung dalassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Gefragt, Gejagt mit Uschi oder mit jemand anderem. Tschüss. Aber auf jeden Fall mit Pommes.